Heli, das Wearable für Wohlbefinden, Gesundheit und Fitness. Um Heli nutzen zu können, benötigst du ein iPhone mit iOS 9.0 oder höher oder ein Smartphone mit Android 4.4 oder höher. Bevor du den Heli nutzen kannst, muss die eingebaute Batterie geladen sein. Den Batteriestatus erkennst du, indem du einmal kurz auf die Einschalttaste des Heli drückst. Dein Heli ist betriebsbereit, wenn die grüne LED auf der rechten Seite kontinuierlich aufblinkt. Falls die LED kurz mehrmals blinkt und dann wieder ausgeht, musst du deinen Heli aufladen. Benutze dafür das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und Netzteil aus deinem Heli-Paket. Um die Heli-App herunterzuladen, benötigst du an deinem Smartphone eine Internetverbindung, zum Beispiel über WLAN. Öffne den Apple App Store oder den Google Play Store und suche nach Heli. Lade die kostenfreie Heli-App runter und installiere sie. Nun ist alles bereit für deine erste Nutzung des Heli. Schalte deinen Heli an, indem du kurz auf den Knopf in der Mitte des Gerätes drückst. Die grüne LED-Lampe sollte jetzt regelmäßig blinken. Starte nun die Heli-App auf deinem Smartphone. Die App startet automatisch Bluetooth auf deinem Smartphone und sucht nach deinem Heli. Bestätige die drei nacheinander folgenden Hinweise, auf Fotos, Medien und Dateien zuzugreifen, Videos und Fotos aufzunehmen und auf den Standort des Gerätes zuzugreifen. Nun erscheint ein Screen mit einem Hinweis und ein Screen zum Akzeptieren der AGB. Bitte lies dir beide sorgfältig durch und bestätige sie, um fortzufahren. Die Heli-App benötigt als nächstes die Seriennummer deines Heli. Diese findest du auf dem kleinen weißen Aufkleber auf der Rückseite des Gerätes. Du kannst die Nummer entweder manuell eingeben oder mit Hilfe des QR-Code-Scanners einscannen. Klicke dann auf Verbinden. Jetzt ist die App mit deinem Handy verbunden und die blaue Bluetooth-LED auf der linken Seite des Heli blinkt. Jetzt solltest du einen Hinweis über ein Update bekommen. Nach Bestätigen des Hinweises werden deine Programme automatisch heruntergeladen und installiert. Wenn dein Update nicht automatisch erscheint, gehe jetzt im Hauptmenü auf Einstellungen und dann weiter zum Menüpunkt auf Updates prüfen. Daraufhin werden alle von dir erworbenen Programme heruntergeladen und installiert. Im Einstellungsmenü kannst du auch die Sprache umstellen. Jetzt ist alles bereit für deine erste Heli-Anwendung. Suche dir ein Programm aus und übertrage es auf deinen Heli, indem du es antippst. Als nächstes siehst du den Hinweis, wie du die Elektroden für dieses Programm anlegen musst. Wenn du auf Start tippst, wird das Programm auf deinen Heli übertragen. Im Anwendungsbildschirm kannst du das Programm pausieren und wieder starten, indem du auf das Icon in der Mitte tippst. Weiter kannst du auch die Intensität so anpassen, dass du ein leichtes, angenehmes Kribbeln spürst. Wenn du selbst bei 100% nichts spürst, hast du entweder ein Programm zur lokalen Anwendung oder es kann daran liegen, dass du besonders trockene Haut hast. Hier empfehlen wir dir einfach ein wenig Wasser auf die Elektroden zu geben. Die Farbe des Kreises, dessen Länge für die schon verstrichene Programmzeit steht, zeigt dir an, ob Strom fließt. Wenn er schwarz ist, dann ist der Strom so niedrig, dass er nicht gemessen werden kann. Ist der Kreis weiß, dann fließt Strom. Wenn er grau ist, dann ist technisch keine Messung möglich. Viel Spaß mit deinem ersten Heli-Programm!